So, hallo, willkommen zu einer Folge Minecraft 2D hier. Ja, wie gesagt, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, unbedingt rechts oben hier beim i auschecken, wenn ihr die nicht gesehen habt. Und ja, Folge haben wir eigentlich, sind wir eigentlich hier auf die Map gekommen, haben wir praktisch mehr oder weniger erkundet und haben so Villager gefunden und dann haben wir uns so eine Base in der Mine oder so gebaut. Und genau, wer es euch weiß, hier, Master 30 Punkt Job für den softigen Merch hier, wenn ich das auf die Vorderseite vom Pulli hier finde. Wie gesagt, Master 30 Punkt Job hier für den saftigen Merch hier. Und wie ich im vorigen Video schon gezeigt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das vorige Video, habe ich hier gezeigt, dass es hier innen nämlich so richtig flauschig ist, wenn es hier fokussiert, Kamera. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier ist es einfach richtig flauschig, richtig saftig und flauschig. Ist einfach perfekt für den Winter. Ich weiß nicht, normalen Pullis haben das wahrscheinlich auch nicht. Das ist einfach perfekte Qualität hier. Wie gesagt, Jonas, der 30 Punkt Shop, wenn ihr so einen Pullover haben wollt. Und so, ja, wie gesagt, geht einfach zu einem Ende und fragt einfach, ob ihr irgendwie, ja, ich will einen Panzerpullover, weil er ist einfach wirklich mega geil. Fragt unbedingt eure Eltern, wenn ihr das, wenn ihr einen haben wollt. Oder wünscht euch zu Weihnachten, weil Weihnachten ist bald. Also würde ich unbedingt jetzt bestellen, sonst bekommt ihr leider kein Weihnachtsgeschenk mehr. Und das ist dann echt nicht schön, wenn ihr kein Weihnachtsgeschenk habt. Und, genau, so. Genau, Folge, wie gesagt, haben wir sowas gefunden, so ein Dings. Ich brauche Essen, fällt mir drauf. Okay, ich habe jetzt 3 Spitzhacken. Spitzhack. Wo gebe ich die hin? Ich brauche irgendwie so ein Loch, wo ich alles reingebe. Ich glaube, ich mache das einfach hier. Noch so ein Loch, wo ich alles mögliche reinschmeiße, was ich nicht mehr brauche. Weil ich habe jetzt so ein Dings und einen Spawner. Ich weiß immer noch nicht, wie ein Spawner wirklich funktioniert. Und, genau, so. Ich glaube, wir erkunden heute noch. Wir haben irgendwie so eine Art Templo-Dings, was da vorne gesehen. Und was ist das? Leute? Hallo? Ich glaube, das ist einfach ein Zombie. Wann kann ich das abbauen? Nee. Ich hab's einfach Zombie, der irgendwie fliegt mit so einem Dings. Okay. Genau, so. Das heißt, ich craft mir jetzt erstmal ein Schwert hier. Schwert. Wir sind auch schon knapp an Holz. Also wir müssen unbedingt demnächst hier Holz hacken gehen. So. So, und jetzt gehe ich jetzt mal hier nach oben zu den Tempeln. Und so, mal schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Weil der Webentwickler macht hier immer Updates. Und wie kann man hier hoch? Hier. Ich brauche noch ein bisschen Leitern, gell? So, kann ich hier irgendwie. Geht sich so aus? Ja, genau. Perfekt geht sich aus. So, das heißt, bam, bam, bam. Und hier gehen wir hoch. So, hier ist doch ein bisschen kritisch hier irgendwie, dass wir irgendwie hochgehen. So, müssen wir auch noch irgendwie eine Leiter oder so machen. Und sorry, wenn ich irgendwie ein bisschen angeschlagen klinge. Ich bin gerade ein bisschen verkühlt oder ein bisschen krank hier. Sorry für das hier. Okay, genau, wir wollten eigentlich auch noch irgendwann, und ich habe schon übelst viele Eier hier, wollten wir auch noch irgendwann so einen Tunnel bauen, wo wir praktisch unter die komplette Map hier gehen können. Und ein Babyhuhn, böse, so. Okay, jetzt sind wir noch richtig respawned. Hier war noch der Villager, ich weiß nicht, der Hand, glaube ich, irgendwas anderes. Und dahinter waren wir eigentlich noch nicht. Hier, Hühner gehen mal weg hier, so. So, und das andere Holz, ich weiß nicht, wie dick der Baum hier ist. Hoffentlich nicht so dick. Und die ganzen Hühner blocken mich hier. Das ist nicht gut. So. Und so. Doch, wir sind schon durch. Alles gut. So. Und dann kann ich auch hier platzieren. Und hier platzieren, wenn dann das Huhn hier weggeht. So. Kommen wir nochmal perfekt hoch. Und hier ist wieder ein Baum. Das einzige Dumme hier an der Map ist, dass halt ein Block hier wirklich ist. Und ja. So. Bam, bam, bam. Okay. Hier war das nämlich. Was ist das? So eine Treppe oder so? Eine Treppe. Ich weiß nicht, ob es dahinter auch noch weitergeht. Oh, ist Lava. Darf ich nicht. Oh, ist ein Spawner. Ein komischer Spawner. Okay. Hallo? Ist hier irgendwas? Okay, ist noch nichts. Ich könnte den Haus spawnen eigentlich, gell? Das sind Goldblöcke, gell? Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie den mitnehmen soll oder so. 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 Okay, so. Jetzt kann ich das eigentlich wieder hinbauen. Ich lasse mal nicht wieder nehmen nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Pharao oder sowas gibt. Okay. Genau, ich, kann man hier eigentlich die Shrubby-Dos hier abbauen? Ich denke schon. Ich baue mir mal so eine Farm und den Villager hier. Lass ich mal hier in Ruhe. Und baue mir so mal so eine kleine Farm und ich brauche unbedingt Essen. Das heißt, Hühnchen kommt her. So. So, ein bisschen keine Babyhühner töten. Weil die droppen nichts. So. Und so. Und so. Schafe kann ich auch mal ein paar killen. Wir respawnen eigentlich eh alle. Okay, so. Ich kann mir eigentlich so einen kleinen Tunnel mehr oder weniger bauen, dass ich hier perfekt rauskomme. Nur ich brauche einen Wassereimer. Und wenn das Schrein, ja, das doofe Schrein hier weggeht, könnte ich auch jetzt abbauen. So. Wir bekommen gleich keine Luft mehr. So. Kann ich wieder so machen. Böses Schwein. Das war's, Schwein.
So, das heißt, ich kann irgendwie nachher so machen. Ich glaube, ich baue es einfach so unter Wasser ab. Ich glaube, das ist besser. Muss ich irgendwie in die Schwimmdings kommen? Das funktioniert. Funktioniert das? Schwimm ich? Ich schwimme nicht. So. Aber warum schwimme ich nicht? Ich bin gerade erst noch geschwommen hier. Egal, dann mache ich einfach so einen normalen Dings, dass ich einfach gerade rüberlaufen muss. Oder obwohl, ja, ich grabe mich einfach schnell hier durch. So nicht allzu lange. Ja? Dann kann ich gleich Schild oder so platzieren. Wenn das funktioniert. Oh, krieg keine Luft mehr. Oh, ganz gut. Es ist ein Hardcore. Oh. Nein, 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 und hier einfach hochgehen. So, jetzt kann ich hier so ein paar Sticks machen und eigentlich eine Trapdoor bauen, nämlich. Kann ich hier das Loch danach zubauen. Und ich glaube, ich baue versprühen generell mal irgendwie hier mein Haus, indem ich einfach hier Stiegen baue. So, und so, eigentlich ist es unnötig. Ich glaube, ich kann da einfach zubauen hier. So, bam, bam, bam. So, hier kann ich wirklich Stiegen benutzen. Das ist relativ gut. Und hier sind schon die nächsten Dias. So. Weiß ich, hier sollte ich eigentlich Leitern benutzen. Alright, passt perfekt, okay. Da vorne baue ich jetzt erstmal eine Tür hin oder so. Leitern brauche ich auch noch, gell? So, so. Genau, Leitern. Bam. Bam, bam, bam. Oh, kein Crafting Table. Crafting Table ist böse, so. Crafte ich wieder 10.000 Crafting Tables. So, drei. Ich denke, drei Leitern reichen, denke ich. Okay, oder? Ja, doch, ich brauche definitiv noch eine. Ich schmelze jetzt erstmal nebenbei hier mein gutes, altes Fleisch hier. Also, dass ich nicht zu verhungern. Alright. Das heißt, hier Sticks. Ich habe relativ viele gemischte Sachen gerade. Und, so, bam. Und jetzt crafte ich noch die letzte Leiter hier. Also, eigentlich crafte ich mir drei Leitern. Was geht sich nicht aus? Eigentlich crafte ich mir drei Leitern, aber, ja. Weil es geht nicht, dass man sich einzelne Leitern kauft. Das ist ein bisschen blöd. Auch bei den Türen finde ich das ein bisschen komisch. Aber es geht sich eigentlich perfekt aus, wenn ich hier so mache. Ich brauche noch irgendwas, gell? Ich kann eine Trapdoor. Ich glaube, der Trapdoor wird gehen. Wirklich alles wieder geflutet. Obwohl. Ich kann hier vorne eine Trapdoor. Oder ich glaube, wisst ihr was? Ich baue gleich eine Tür hin. Ich muss nicht ganz nach oben gehen. So. Es dauert das wieder so lange, gell? Das ist ein bisschen dumm hier, komisch. Vor allem unter Wasser so wenig. So Dings so langsam abbauen. Das ist richtig dumm. So. Oh nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein! This was a little bit knapp. So, jetzt habe ich eine Tür. Okay, jetzt ist das Wasser ja auch weg. Nice! Okay, Leute. So. Großer Fortschritt eigentlich. Ich höre einen Enderman. Enderman, bist du da? Hallo? Und so, jetzt war Fleisch ja auch schon fertig. Dann kann ich gleich das nächste rein hier in die Ovenium, ey. So, hier ist immer noch nichts gespawnt in meinem Ding. Und das ist immer noch da. Ich weiß nicht, spawnt das nicht oder so? Mein Chest muss ich auch unbedingt größer bauen hier. So, bam, bam, bam. Ein Bett habe ich auch, gell? Weiß ich, wie ich. Ich könnte so ein Stock tiefer bauen, gell? Ich mach mal so, so, so. Könnte ich einen Stock. Warum brauche ich jetzt ein Holz? Eine Axt. Ich wollte eigentlich hier nur so machen. Ich kann hier eigentlich einen Stock tiefer bauen. Wenn nicht gleich die Welt aus ist. Okay, hier ist Bedrock. Nämlich kann ich da dann ein Bett bauen. Das geht sich nicht ganz, ganz aus, gell? Oder ich kann hier meine Chest. Ja, gut, die Chests gehen auch nicht ganz aus. Ah, hier ist noch ein Bier. So. Das ist ein Crafting Table. Okay, ich glaube, unten geht es sich wirklich aus. Das heißt, zumindest nach oben hier. Das heißt, ich denke hier, so. Ich habe ja noch Glas hier. Das hier, so, mein falsches Glas. So, so. Hier, dann baue ich das Glas noch hin. Ich kann nicht mehr Boden hier aus so einem. Ja, das sieht nicht gemütlich aus. Ja, Leute. Muss ich einen normalen Boden hier machen. So, den Boden hier. So, bam, bam. Alright. Hier geht es ein bisschen runter. Das kann ich vielleicht auch noch irgendwie besser machen. Ich weiß nicht, wie genau eigentlich. Aber, so. Das heißt, ich baue jetzt mal noch ein paar Dings hier. Ein paar, Sticks hier. Dass ich noch ein bisschen Leitern Dings craften kann. So, drei Leitern würden, glaube ich, passen eigentlich. Oder? Ich denke schon. Ich baue mich mal hier nach oben. Weil dann baue ich so einen zweiten Stock. Hier ist noch ein Dungeon.
Hallo, Dungeon? Das kann ja, ist aber nicht in der Chest. Oh, habe ich das schon gelootet? Ich glaube, das habe ich schon gelootet, oder? Weiß ich, baue spawn mal ab hier. So, bam, bam, bam. So, oh, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich das oben hier abgebaut. Kann ich die ganze Deck hier replacen? Von Stone zu Stein hier. Sieht, glaube ich, dann relativ cool aus. Unser Haus ist aber schon richtig weit hier. So, das heißt, hier. Dann geht es hier hoch. Hier kommen natürlich noch Leitern hin. Und dass man hier mal Platz hat, ist oben mal wirklich drei Blöcke frei. Und es wird schon wieder dunkel hier, sehe ich gerade. So, die Wände könnten wir eigentlich auch hier als Dings machen. Als, so. Ich könnte eigentlich hier einen Untergrund-Dings machen. So einen Untergrund-Farm oder so. Und diesen Zombie schon. So einen Untergrund-Farm könnte ich machen. Und einfach hier Glas bauen davor. Und einfach nachher, dass ich so einen Untergrundgarten, was ich praktisch rausschauen kann. Die geht schon hoch, glaube ich. Einen Aufgang brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Nämlich. Weil hier kann ich noch Glas hinbauen, gell? Tatsache, hier kann ich noch. Oh, da geht's. Ist hier die Tür? Hier ist die Tür. Dann kann ich die noch ein bisschen aufbauen. Dass man das hier besser sieht, wenn man. Ich komm, wir gehen ja eh vorne raus hier. Das heißt, ich kann ja ein bisschen sauber. Also wenn man weiter nach vorne sieht, dass man so eine kleine Aussicht hat. Relativ cool hier das Spiel. Das kleine Projekt hier. So. Das heißt, ich kann die Tür eigentlich rein theoretisch noch ein bisschen kleiner bauen. So. Okay, dann gehen wir praktisch gerade raus. Und hier kann ich auch noch Dirt platzieren. Weil ich den Creeper gerade runtergeflogen. Und dass hier praktisch alles hier ganz wohnbar aussieht. Und hallo Zombie. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag hier. So, jetzt muss ich nur irgendwie. Den Boden kann ich momentan noch nicht hier mit Glas machen. Mit Glas soll ich schon. Mit Dings hier machen. Mit, wie heißt das? Mit Holz, weil. Obwohl, ich brauche eigentlich. Oder ich kann eigentlich Teppiche drauf geben, oder? Rein theoretisch. Okay, so, jetzt mache ich mal, genau, was soll ich machen? Genau, Glas holen. Glas, Glas, Glas. Glas habe ich sogar mit, okay. Das heißt, ich gehe hier hoch, mach das Glas hier. Ist richtig cool, einfach hier. So, bam. Und hier ist gerade irgendein Ding hier gerade gestorben, ein Schwein. Okay, so. Und, ja, so. Das heißt, ich kann hier, obwohl ich kann hier eigentlich eine Chest oder so platzieren am Boden. Okay, ich könnte eigentlich. Warte mal, ich glaube, ich gebe das Bett hier nach ganz vorne. So, so, so. Und, ja, das gebe ich hier nach oben. Und die Chest kann auch. Ich glaube, die Chest gebe ich einfach hier so hin. Und davor irgendwie. Einfach das Slab, glaube ich. Ne? Ich glaube, das Slab reicht hier einfach. So. So ein kleines Library, do you know? Ja, Zombie. Ich weiß nicht. Zombie ist gefühlt schon mein Haustier. Ja, genau. Hier ist ein perfektes Bett. Dann kann ich mal schlafen. Ich hoffe. Bitte. Bitte fall jetzt nicht raus. Fall nicht raus. Okay, ich bin nicht rausgefallen. Okay, ich kill jetzt, glaube ich, den Zombie erstmal schnell. Okay, war das. So. So. Weil der nervt mich ganz Zeit schon ein bisschen. So. Böser Zombie. Böse, 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 böse. Was ist hier drinnen? Oh, eine Elytra. Unbreaking Shop. Das 5 Wolle ist richtig guter Stuff drinnen. Und richtig viel Holz. Und alles. Eine Endertruhe. Oh mein Gott. Okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Sky's the limit. Ja, ich weiß. Oh. Obwohl, eigentlich, wenn ich hier Glas platziere, merkt man nicht, dass das Glas ist, oder? Aber ich kann jetzt schon. Ich glaube, in nächster Folge ist aus. Ja, anfangen zum Ausbauen, mehr oder weniger. So. Und, so. Ah, ja, es sieht schon cool aus. Okay, da fällt jetzt auch ein bisschen anderes Zeug. Ich kann ja die guten Sachen hier nach ganz oben geben. Ich habe hier eine Ender Chest und eine Elytra. Elytra und so. Elytra. So, ich glaube, ich sortiere in die nächste Folge oder so die Chests. Und will ich jetzt auch sagen, das war's hier für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von Minecraft-Dings sehen wollt. Und Minecraft 2D hier. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da für mehr Minecraft 2D. Ich kann doch hier beim Bett hier hingehen. Und ja, würde ich sagen, hier lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Das würde mich mega freuen. Und abonniert mich unbedingt, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Weil die meisten von euch, die mein Video schauen, haben mich noch nicht abonniert. Abonniert unbedingt hier und unter dem Video ist so ein roter Knopf, da steht abonnieren. Einfach drauf, einfach einen YouTube-Kanal machen. Drauf drücken und mich einfach abonnieren. Das unterstützt mich halt so viel. Dann sehe ich halt, wie ihr meine Videos schätzt. Und ein Like würde mir auch immer gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und würde ich sagen, ciao, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.